Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Mafia, Mafia und 2 Joe's Adventure. So, die sollten wir vielleicht mitnehmen für die nächste Mission. Für alle Fälle vielleicht auch diese hier. Werden wir aber sehen, ob wir sie brauchen. Weil wir müssen, wie wir es beim letzten Mal schon hatten, müssen wir Marty retten. So, Marty, wisst ihr, den kleinen nervigen Jungen zur Mission starten. Er steckt total in der Scheiße. Also heute Morgen zur Arbeit will, habe ich urplötzlich eine Hot Rod vor der Kühlerhaube. Mir ist zwar nichts passiert, aber auf einem tauchte Typen auf, die wohl den Schaden bezahlen. Tja, als ich den Wichser gesagt habe, dass sie gefälligst aufpassen sollen, wo sie ihre Kiste parken, habe ich plötzlich losgeballert. Ich bin in die U-Bahn-Station nahe Klins geflüchtet. Diese Arsche kommen näher. Ich will nicht sterben. So, Start. Mal gucken, was passiert. Ja, starten wollen wir das Ganze. So, speichern das Ganze und dann geht das auch schon los. Die Zeit läuft. Mal rein in die Kiste. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Weil wir haben ja schon mal einen super Versuch gehabt, der nicht funktioniert hat. So, dann sparen wir uns wenigstens das Gelaufen vor. Genau, Scheiße. Ich habe nämlich gedacht, das wäre der U-Bahn-Eingang, aber der ist ja so ein bisschen um die Ecke. So, wir noch ein bisschen Punkte machen vom Sliden. So, dann wissen wir, dass wir hier runter müssen. Betritt die U-Bahn. Machen wir ja gerade. U-Bahn betreten ist super. Dann geht's hier lang runter. Tür öffnen. So, wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Oh, der erste ist hin. Der nächste ist hin, ja. Gucken, wo sind die? Oh, ja, oh, 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 da wird geballert. Verdächtiger ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Scheiße. Das heißt ja Verdächtiger hier. Oh, volle Deckung hier. Sehen aber. Verdammt, kannst laut sagen hier. Ist nervig, wenn man. Okay, der war angeschossen. Ja, nochmal nachladen hier. So, aus der Deckung raus hier nehmen wir. Die Thompsons alle. So, Schrotflinte mitnehmen. So, wo will man denn hin? Tommy ist da drüben. Der liegt da wirklich schon tot rum. Ja, das ist nicht gut. Toter Tommy ist tot. Ich bin's, Joe. Okay, Leiche ziehen. Spannend ist, dass da steht Leiche ziehen. Also, die ist ja leer. Sollen wir bleiben andere nehmen hier? Oh, okay, Leiche ziehen. Ja, die will ich doch packen. Hier, pack den mal und schleif den mal ein bisschen mit. Ja, beim letzten Mal sind wir ja ein bisschen gescheitert, einfach daran, dass hier oben wieder ein böse Buben runterkam. Kein Plan, wo wir hin müssen. Volle Deckung hier wieder. Mist. Das Blöde ist, wenn wir da lang gehen, Alter, die erwischen uns da gleich voll. Wie soll ich das machen? Vorschläge. Gerne in die Kommentare, falls ich nicht eine Lösung finde. Wenn sind wir da das nächste Mal drauf angewiesen. So. Wollen wir wissen, dass wir hier richtig rum einsteigen müssen hier? Große Vorteil, wir müssen wissen, wo wir hin müssen. Oh. Letzter lag runter. Interessant, dass die Tür hier zu ist, dafür, dass das eine U-Bahn ist. Oh, dahin. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Alles klar. Ja, das ist nicht gut, was du da machst.
Wer, da ist noch ein böser Bube? Scheiße! Okay, den haben wir erstmal wegoperiert. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht drüber gehen, bis wir Munition sammeln hier. Nachladen. So, wir wissen, achso, falsche Richtung. Okay, eigentlich wollte ich die jetzt nicht fallen lassen. Ah, ne, haben wir gar nicht fallen lassen. So, die ist leer. Boah, nicht sie weg! Ja, nichts wie weg hier. Ich bin's, Joe. Oh. Gucken wir, ob wir die ein bisschen gezogen kriegen hier. Das Schlimme ist, wir wissen, dass die von da kommen, aber die sind noch nicht da. Spannende Sache, können wir schnellstmöglich. Ganz laut sagen, verdammt hier. Okay. Da ist er doch. Puff, weg ist er. Der nächste böse Bube. Okay, der ist hin. So. Wir sind einen Schritt weiter. Die Frage ist, wo ist Marty? Die Frage ist, wo müssen wir hin? Täter gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Okay. Ich krieg die Krise. Ich weiß gar nicht, ob wir das hinkriegen können, ja. Weil das Problem, was ich habe, Ja, Scheiße! Zur Hölle mit euch! Okay, böse Buben. Verdammt! Na komm, los, hopp! Okay, nachladen hier. Das alte Gut sollte vielleicht ein bisschen einfach Leiche mitnehmen. Wobei Leiche ist gut, weil wie gesagt Marty eigentlich nicht tot ist. Okay, man hört schon Sirenen. Einfach mal ein bisschen auf das Radar achten, schauen, wann da Dinge auftauchen. Ich habe auch keinen Plan, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich bin. Bring Marty zu deinem Wagen. Ah ja, der Wagen ist ja doch. Okay, sind jetzt böse Buben schon oben? Nein, sind noch nicht. Ich hoffe nur, dass die Cops. Okay, aktuell sehe ich keine bösen Buben, keine roten Pfeile auf dem Radar, das ist supi. Okay, da ist jemand blaues. Das ist, glaube ich, Polizei. Okay, wir sind im Auto. Und sollen jetzt Marty sich einbringen. Also zum Glück haben wir ein sportliches Fahrzeug genommen. Damit kann das ganz gut sein, sportliches Fahrzeug. Ja, so. Oh, Hupe habe ich gerade gesucht. Ja, die fahren über uns. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Okay, jetzt haben wir sie doch. Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Zu dem komischen Künstler, zu dem Arzt da drin. Da zeigt sich doch gut aus.
Glück haben wir ein sportiges Fahrzeug. Ja, der war ja genau in der Einflugscheiße drin. Okay, da stehen wir hier rum. Wir werden bestimmt gleich losfahren. Okay, die haben sich gegenseitig blockiert. Das finde ich persönlich ganz gut. So, hier rein. Uff, Mission abgeschlossen. Das war ja knapp. Kills, 12 Stück. Springen. Mal springen. Einmal gesprungen. Okay, Drift ein. Multiplikator 190, 50 Punkte Schwierigkeitsgrad. Ja. Gesamtpunkt dann gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Dafür, dass wir das League Level erst Versuch geschafft haben. Okay, neue Wohnung freigeschaltet. Schau auf der Karte. Komprimiere den Karre. Ladenschluss. Okay, wo ist die neue Wohnung? Ah, hier. Stinkt hier im Kofferraum? Ach nee, das sind die abgeschlossenen Missionen. Wegpunkt. Okay, dann die haben wir einmal gesetzt. Okay, da haben wir eine Mission hier. Limo-Action. Ah, hier, zu Hause. Das ist die andere Wohnung, wo wir am Anfang waren. Was haben wir hier unten drunter? Sieht man auch zu Hause, neues Zuhause. Also, ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf komprimierende Karre zu der Mission hier auf. Weil die ist gleich um die Ecke. Mal gucken, ob wir so weiter reinzoomen können, ob wir das Kreuz besser setzen können. Ja, so. Jetzt perfekt. So. Das Fahrzeug nehmen hier. Entspannt einsteigen. Immer jetzt immer noch auf Wanted. Aber was soll's? Wir sind halt schwer. Wobei die Karre hat echt schon gelitten. Okay, jetzt haben wir die Cops wieder hinter uns. Die müssen wir aber loswerden, ja. Frage ist, ob das mit der Karre überhaupt noch möglich ist. So wie die gelitten hat. Aber es läuft gut, würde ich sagen. Außerhalb der Sichtzimmer ja schon. Mal gucken, ob das gut ist, wenn wir einfach... Was passiert, wenn wir einfach eine neue Mission starten? Kompromittierende Karre. Wie es aussieht, hat der kleine Scheißer, der den Kingfisher gekauft hat, missgebaut. Das Arschloch hat den Wagen für ein Ding benutzt und dann ist er jetzt zu Fuß abgehauen. Yo. Die Cops haben den Wagen jetzt. Wenn der anfangen rumzuschnüffeln, dann wird es ein Haufen Leute, die wir kennen, sehr nervös machen. Finde den Wagen und lass sie verschwinden, sonst sind wir beide am Arsch. Beschaffe den Berkeley Kingfisher von den Cops wieder und bring ihn zu Bruski. Dann kommt er in die Presse. Okay. Jetzt sind wir noch wanted. An alle, Aktion abgeblasen. Zurück zur Wache. Ich würde sagen, wir besorgen mal ein anderes Fahrzeug. Weil das Fahrzeug ist ja bekannt wie Buddha Hund. Und hier steht rein zufällig noch ein Fahrzeug rum. Was ganz hübsch ist. So, dann ein Blick auf die Map. Okay, wir sind da, wir müssen nach dort. Ah ja, Punkt ist, die Markierung ist ja automatisch schon gesetzt. Okay, sehr viele kommen zu Fuß. Kann nur besser werden. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Ja. Normaler Körperbau. Den würde ich gerade bei Joe nicht gerade sagen, normaler Körperbau. So. Scheiße. Alles kacke hier. Ja, kannst du nicht mal Gas geben? Das ist gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Mal gucken, was passiert. Okay. So viel zu dem Thema. Du wurdest getötet. Das ist ja ein ganz neuer Standpunkt. Okay. Mission einfach mal. Ja.
Halt das Problem, wenn man bekannt ist wie Butter und da wird das nicht leichter. Wir besorgen uns trotzdem mal ein anderes Fahrzeug. So, ja, wir fahren trotzdem mit dem hier. Ah, ne, fahren wir mal nicht, weil sieht man ja schon im Schild Wanted. So, was halt auch ganz praktisch wäre, wir könnten mal nach da drüben gehen. Weil da drüben haben wir wieder einen, ich sag mal, einen Laden für Klamotten. Wir wechseln mal die Klamotten, um so minimal unser Verfolgungslevel ein bisschen zu reduzieren. Und dann gucken wir mal, dass wir ein anderes Fahrzeug kriegen hier. Da war ja knapp hier, da fast wir nach oben gefahren hier. So, wir wollen kaufen hier. Hey Kumpel, geht's noch? Diese Qualität ist ihren Preis wert. Ich will keine Hemden, die braucht komplette Klamotten. Oh, Leder. Ja, aber Cola haben wir doch genug, was soll der Geil? Und salopp, nicht wahr? Mal gucken, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Das war doch der Stil von Vito. Das ist super. Jetzt sind wir aber jetzt nicht mehr wanted. Müssen wir noch ein Fahrzeug uns besorgen hier. So, die schnelle Variante hier, einfach einsteigen. So. Ob das zeitlich klappt, wissen wir nicht. Wenn das jetzt nicht funktioniert zeitlich, dann werden wir beim nächsten Versuch erstmal die Klamotten wechseln. Der große Vorteil ist, wir wissen ja schon mal, wo wir hin müssen. Und zwar zu den Cops. Machen wir sonst immer auch. Gleich bei den Cops erstmal das Auto vom Hof klauen. So, mal gucken, dass keine Cops da sind. Ja, ich bin hier nur der. Richtig ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Ja, kannst du mal Gas geben? Kannst du mal aus dem Weg gehen? Danke. Scheiße. Einsatz von der Automatik. Ja, hallo, Herr Bachmann. Sind Sie ein bisschen irre hier, oder was? Habt ihr das gesehen? Der hing daheim aus dem Fenster draus. Kann nicht gut gehen, was der da macht. So. So. So sieht das schon besser aus. Erstmal die bisschen hinter uns haben. Und nicht unbedingt an die Autos hängen bleiben. Das können die Cops machen. Schön wäre jetzt so ein bisschen die loszuwerden. So minimal. So, dein Arzt, das wäre super. Okay. Jetzt werden sie immer noch gesucht, aber haben erstmal das große Level hinter uns gelassen. So. Ja, verdammt ganz laut, sagen ja. Die Freunde dastehen oder wo es ballern, ist das nicht so cool. Okay, wir sind auf dem Schrottplatz, das ist super. Das Fahndungslevel sinkt. Zeit haben wir auch noch genug. Also, falsche Hütte. Wollte ich schon bei Barry da direkt reinfahren hier. Scheiße! Oh, aussteigen hier. Wieso kann ich die verschrotten? Wo sollst du wieder hin? Ah, da muss ich parken. Ah, wieder einsteigen. Alter, hochkompliziert diesmal. So, ja, in die Garage. Oh ja, immer ein A. Anstrengend. Stress ohne Ende. Da haben wir ja wieder einiges geschafft. Sind immer noch wanted. $18 verdient. Ja, so viel haben auch die neuen Klamotten gekostet, weil ihr könnt uns ja fast jetzt jeden Tag neue Klamotten holen, wenn das so weitergeht.
Ob der so ist oder nicht, das werden wir beim nächsten Mal wieder erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play Mafia, Mafia 2, Joe's Adventure. Wer Bock hat auf mehr Multimedia-Zeugs, dann kann ja mir gerne auf Instagram folgen. MacVurago heißt ich auch da. Da gibt es das ein oder andere Foto und Story von mir. Wer Bock auf sowas hat, einfach mal vorbeischauen. Und ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.